Hier mit den Twins. Das geht, das geht. Wir sind jetzt bei Bräuninger. Zwillingsbrüder mit Onkel unterwegs. Mit Onkel unterwegs. Den Zebra hatte ich damals. Der war crazy. Ich glaube, ich habe davon noch. Nicht von denen. Ich habe von denen wirklich noch 25 Mark zu lösen. Echt? In der Hoffnung, dass die irgendwann im Wert steigen. Aber hast du 25 crazy? Das ist Langzeitinvestment. Ich dachte, Bro, aber dann. Ne? Ich glaube, ich habe die. Die habe ich noch. Die OGs. Die ersten gewesen, ja? Das waren die ersten Adidas. Ja, ich würde die auch nicht verkaufen. Oder das ist sogar der erste Colorway. Nee, Turtledorf ist der erste. Ich habe den im Raffle gewonnen sogar. Den hatte ich nie Glück und den Zebra habe ich im Reset im Reset gekauft. Das ist die erste richtige Sissy Head. Ich gerade eben mit Sammy, ob Sissy Top 3 einflussreichsten Streetwear-Marken sind. Jemals? All time. Ja. Wir hatten Supreme, wir hatten BBC. Und Sissy. Sissy ist, glaube ich, so der OG davon. Ja, die das war, glaube ich, 1980 ja. Die früheste. Ja, ja. Bei Sissy hat auch James Jabia gearbeitet. Der Gründer von Supreme. Ja? Ja, der hat da gearbeitet in New York. Ach ja, genau. Und bei Sissy war auch der Mentor von Nigo, war ein Sissy Tribe Member. Und. War der aus Japan? Ja, ja, der war aus Japan. Nigo heißt, das ist ja nur sein Spitzname, Nummer 2. Weil Nummer 1 nichts davor ja, war. Ja, genau. So. Richtiges Samurai. So, und der war auch ein Sissy, also sein Mentor war ein Sissy Member und deswegen. Würde ich sagen, ja, Sissy ist so der Godfather. Plus auch der Kaufmann, oh, wie heißt der? Copperman. Michael Copperman hat einen Store aus UK. Aus UK. Der hat einen Store in UK, wo Kim Jones gearbeitet hat und dann früh schon. Krass, Alter. Wir hatten auch noch Bobby Humbles mit drin. Ja, der ist auch krass. Der hat auch echt links durchgezogen. Naja. Marketing auf Next Level. Ja, ja. Kennen Sie diese Story mit die? Ja. Yeah. Marketing-Technik hat er auseinandergenommen. Glaubst du, wir funktionieren heute noch? Ja, safe. Was safe. Machen vielleicht demnächst Bräuninger? Ich sag allen meinen Leuten, ey, geh direkt ausverkaufen. Ja, aber dafür musst du halt Cash haben, ne? Ja, einmal Investment, ne? Naja, einmal Investment. Das ist nicht schlecht. Boah. Willst du ziehen? Erzähl durch. Recht richtig im Sinne, oder hat der. Damals einfach seine Brand halt gelauncht und die ging erstmal nicht so ruhig ab. Und dann hat er sich gedacht, okay, was, wenn ich den Kaufbus sage, ey, verkaufen die hier, es lohnt sich. Dann hat er allen Leuten gesagt, geht ihr da kaufen. Und die Leute haben das Geld nicht bekommen, haben die geholt und so. Das heißt, Kaufbus war direkt so, okay, alles ausverkauft. Ja. Wir brauchen mehr davon. Ich meine, das heißt, er wieder nachgeliefert, wieder allen Leuten gesagt, das ausverkauft und so. Und immer so weitergemacht, das heißt, Nachfrage vom Kaufhaus war super und überall. Ja, und dadurch haben die Verkäufer halt gesagt, ah, okay, das läuft gut, die Leute bringen das nicht mal zurück. Und haben es noch mehr promoted. Darf man das? Ja, wer verbietet das? Haben Rapper früher mit CDs gemacht? Das wäre jetzt ein crazy Vergleich, aber das ist so ein bisschen wie Wirecard. Weil du einen Umsatz generierst, der nicht da ist. Ja, aber das Kaufhaus hat ja sein Geld ja so oder so. Ach ja, gut, ja. So, weißt du, meine? Ja, gut, stimmt. Ja, die ist crazy. Die ist geisteskrank. Die ist ernst geisteskrank. Von Tanakop? Ja. Spontan ist lustig, das Leder sieht auch butterweich aus. Ja. 1900. Ist ja eigentlich kein Geld. Aber ey, das ist eine gute Lederjacke, sagt die hält Leben lang. Ja. Die passt auch perfekt zum Fit, ne? Oh, die geht verrückt zurück. Ja. Ja, die steht dir dumm. Ja, die steht dir dumm. Schreibt mal in die Kommentare, ob ich die holen soll. Ist auch am Start. Ja, die ist hart. Ich glaube, die kriegst du auch cheaper wahrscheinlich online irgendwo als hier. Hier kriegst du Bräuniger Preis noch on top. Aber die ist krass, ich würde mir die merken. Das ist keine Marke. Fühlt sich an wie Lammleder oder so. Warte mal kurz hier. Made in China. Lamp Leather. Krass. Yoshi sagt, Mark Gebauer Store ist der krasseste Store überhaupt. Ja, so, let's see. Düfte, Uhren, Klamotten, alles, was das Luxusherz begehrt, würde ich mal so sagen. Düfte sind einfach over.
Also ich finde zum Beispiel Argento ja. und Naxos, das sind ja so die, von denen man weiß. Ja, ja. Und feierst du nicht? Okay, also nicht dem, werden boah, in meinen Augen nicht dem Hype gerecht. Ich sag ehrlich, das ist schon so Düfte, du kommst rein und man weiß, du bist da. Also mir wird im, wir haben ja Discord, ne? Ja. Und die schicken da ganz oft, warte mal, bevor ich jetzt scheiße, aber ich meine, die Dinger schicken die. Die kenne ich gar nicht. Also der junge Herr hier hat schon sehr begeistert von dem Laden hier gesprochen. Er meint, das ist der krasseste Laden. Ja, ich finde das vor allen Dingen halt dieser Grünton ist richtig geil. Ja, Design. Das ist deine Location, ne? Ja, okay. Dann gehen wir mal in den Dschungel. Ja. Der ist crazy. So habe ich noch nie gerochen, sowas. Das ist halt... Boah, ich schwöre. Alles bis hierhin gerade eben. Ja? Bis in der Nase gehabt. Das ist krass. Bro, du riechst, als wärst du im, noch im Gehege mit dem Tier. Boah, das ist echt schön. Das riecht einfach noch so... Meerschweinchenstall oder sowas. Ja, also in der Stunde entwickelt er sich auf Dubai. Das ist crazy. Den da hinten habe ich auch. Mit dem Parfum de Mal. Endlevel. Ne? Also mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Wie, oder ich schwöre, das erinnert mich an Zoobesuche früher. Ja, ja, genau. Original, deswegen, du riechst wie, als wärst du selbst im Gehege noch drin. Ja, keiner sagt, ich werde danach Lightskin, ja. Nein, ich sag ehrlich, Leon gibt gar keinen Lightskin-Vibes. Er gibt so Dark, Bruder. Er ist Darkskin, Bruder. Ich schwöre. Er ist wirklich, er ist Darkskin, Bro. Ja. So guter, that's the blackest white guy. Ja, aber es auch ein Niger-Bull. Bruder, in meinem Office hängt auch sogar ein Niger-Flagge. Ah, that's crazy. Bruder, deswegen hier, Bruder, 4 Nigers am Tisch. Viel Spaß.